Wegen fehlender Neuaufträge für den Kampfjet Eurofighter streicht der britische Luftfahrt- und Rüstungskonzern BAE Systems seine Belegschaft zusammen. Nach Konzernangaben werden insgesamt 1925 Arbeitsplätze gestrichen. Am härtesten soll es die Militärflugzeugsparte treffen, in der rund 1400 von insgesamt 12.500 Jobs auf der Streichliste stehen. 525 Stellen sollen zudem im Schiffsbau und im Bereich Computersicherheit wegfallen. BAE Systems produziert den Eurofighter gemeinsam mit Airbus und dem italienischen Hersteller Leonardo.